Heute steht die Limo das erste Mal nach dem Umbau der Nockenwellen auf dem Prüfstand. Was wird sie heute abliefern? Herzlich willkommen zum Teil 3 der Nockenwellen-Serie. Wir sind heute jetzt bei der Firma Core Tuning in Lauenau auf dem Prüfstand. In Teil 1 und 2 von den Nockenwellen habt ihr ja gesehen, dass wir bei Björn BP Motorentechnik neue Nockenwellen eingebaut haben mit mechanischem Ventiltrieb, sodass ich etwas höher drehen konnte und beziehungsweise jetzt kann. Und die Öffnungszeiten sind auch ein bisschen länger der Nockenwellen. Und heute ist der Tag der Tage. Wir sind hier auf dem Prüfstand und wir gucken mal, was das Auto so kann. Das Ganze lässt sich mittlerweile auf der Straße leider nicht mehr abstimmen. Dafür ist es einfach zu feinfühlig und auch einfach zu schnell und zu kraftvoll geworden. Ich habe vor 2-3 Tagen auf der Straße einmal kurz getestet und du gibst den dritten Gang Gas und einfach die Räder drehen nur durch. Ne? Ja, hier ist der Dynojet-Prüfstand von Core. Extrem cooler Prüfstand, Allradprüfstand. Ich glaube bis 1000 PS pro Rolle. Ich bin eigentlich immer zum Messen und zum Abstimmen hier. Wir haben auch schon etliche Dyno Days hier veranstaltet. Deswegen viele haben bestimmt schon unser Hannover Hardcore Logo da oben irgendwann mal gesehen. Daneben das Core Tuning Logo. Ist ein relativ neuer Prüfstand, ist ein großer Raum. Hat den Vorteil, dass es hier drin nicht so heiß wird, dass die Ansauglufttemperatur immer schön kalt ist. Und ja, jetzt gucken wir heute einfach mal, wie das Ganze so abläuft. Im Auto sitzt schon der Sascha von der Firma TuneTech. Der stimmt mein Auto seit Jahren immer ab. Er bereitet schon mal ein bisschen die Software vor, die wir gleich als erstes testen. Und zwar haben wir uns überlegt, als allererstes testen wir immer mit neuen Nockenwellen den optimalen Umschaltpunkt der Nockenwellenverstellung. Da hatten wir bei Björn ja auch schon grob drüber gesprochen. Dieser Motor hat keine variable Verstellung, sondern kann quasi nur ein oder aus und verstellt in dem Moment die Nockenwelle, die Einlasswelle um 22,5 Grad. Und wir machen es immer als erstes so, wir machen eine Messung komplett auf Frühstellung, eine Messung komplett auf Spätstellung. Und an dem Punkt, wo sich die beiden Kurven kreuzen, wissen wir, dass kurz davor der optimale Umschaltpunkt ist. Aber das zeigen wir euch gleich. Wir machen jetzt erstmal ein paar Messungen und dann geht's weiter. So, wir haben jetzt die ersten beiden Messungen gemacht. Wie vorab gesagt, quasi einmal mit Nockenwellenverstellung aus, einmal mit Nockenwellenverstellung ein. Beide Messungen haben wir auf sogenannten Dosendruck gemacht. Das heißt, wir fahren komplett ohne Ladedrucktaktung, um so halt ein bestmöglich vergleichbares Ergebnis einfach hinzubekommen. In diesem Fall sind das bei mir immer noch 2,6 Bar, weil einfach die Wastegates so krass verstärkt sind, dass man diesen Druck einfach braucht, um die Wastegates aufzudrücken. Die blaue Kurve ist die eben gemessene Kurve mit Nockenwellenverstellung ein. Die rote Kurve ist Nockenwellenverstellung aus. Und wie ihr seht, ist mit Nockenwellenverstellung ein, also das heißt, die Einlasswelle geht in die Frühstellung, geht die Leistungskurve deutlich früher hoch und die rote Kurve läuft dem hinterher. Das Ganze spiegelt sich auch im Ladedruck. Wir loggen hier den Ladedruck mit. Es waren maximal 2,56 und 2,64. Auch bei der blauen Linie geht der Ladedruck früher hoch. Hier sind so ein bisschen... Es schwankt ein bisschen, das liegt einfach daran, weil wir halt Dosendruck fahren, weil da keine Regelung hinter ist. Aber oben raus dann ist es relativ konstant 2,6 Bar. Warum haben wir das Ganze gemacht? Weil wir nämlich gucken wollten, wann die Kurven sich überschneiden. Man sieht hier, dass definitiv die blaue Kurve erst stärker ist und oben raus dann abfällt. Und die rote Kurve ist erst schwächer, wird dann aber oben raus stärker. Kreuzen tun die ganzen sich bei ungefähr hier, ich sag jetzt mal, 6500 Umdrehungen. Das heißt, eigentlich wäre hier der optimale Punkt. Da so ein Motor, aber da das Ganze ja ein dynamischer Ablauf ist, sollte man auf jeden Fall immer ein paar Umdrehungen früher das Ganze schon einleiten, um das Ganze so ein bisschen abzufangen. Deswegen schalten wir das Ganze jetzt mal so bei, ich würde jetzt mal sagen, so bei 6,3, 200 Umdrehungen früher. Und
dann sollte das eigentlich schon für die Nockenverstellung schon mal der optimale Punkt sein. Als Vergleich, mit den alten Nockenwellen war der optimale Punkt deutlich früher. Da haben wir die Nockenwellen umgeschaltet, so ungefähr bei 5600 Umdrehungen waren das damals. Ja, wir machen jetzt weiter und fangen an mit der Ladedrucktaktung. Das heißt, wir legen jetzt einfach mal ein bisschen Ladedruck drauf und gucken zeitgleich natürlich immer Sprit und passen den Sprit nochmal an. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, Sascha, 6300 machen wir jetzt. Nockenwellenverstellung. Der Herr ist am Arbeiten, er ist höchst konzentriert. Genau, wir fangen jetzt einfach mal an. Letztes Jahr war das Ganze so programmiert, dass wir im mittleren Bereich hatten wir ein bisschen Ladedruck rausgenommen, weil da einfach das Problem war, dass die Zweischeibenkupplung im Rutschen war. Haben bestimmt etliche in irgendwelchen Videos gehört und so weiter. Jetzt ist ja die Dreischeibenkupplung drin, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Das heißt, jetzt können wir im mittleren Bereich, wo das Drehmoment am höchsten ist, ein bisschen Druck stehen lassen und fangen deswegen dort jetzt an mit der Taktung. Wir hatten vorher ungefähr 70%. Und wir gehen da jetzt mal auf... Ich würde hier 95, 90, 90, 95. Ja, das machen wir mal. Ja. Wir arbeiten hier die ganze Zeit online. Das heißt, es ist ein Entwicklersteuergerät drin, was live quasi von dem Laptop hier drin aus beschrieben werden kann. Ist einfach das Einfachste. Sonst müssten wir jedes Mal immer wieder aussteigen, brennen. Chip reinstecken oder flashen, geht auch. Aber so kommen wir einfach am besten voran. Zeitgleich, deswegen sitzen wir auch zu zweit im Auto, haben wir die ganzen Anzeigen alle im Überblick und gucken halt dementsprechend Klopfen, Zündwinkel, Sprit, Benzindruck, das wir da alles im Auge haben. So, Druck fertig, Nockenwellenverstellung fertig. Tasten. Gucken wir mal, was passiert. Halt, stopp, warte. Noch einmal laden. Bitte schön. Ein bisschen Sprit beobachten. Ne? Also wir haben auf jeden Fall eine Bilderbuchkurve, das ist Leistung, Drehmoment und Ladedruck. Es sind jetzt 1232 PS bei 1277 Newtonmeter. Gefühlt sieht es so aus, als wenn die Kurve am Ende auf jeden Fall noch ein bisschen steigt. Allerdings ist es halt definitiv so, dass der Ladedruck ein bisschen runtergeht, ne? Es folgten etliche weitere Messungen zum Abstimmen von Kraftstoff, Ladedruck und Zündung.
jetzt soweit durch mit Abstimmen. War eigentlich relativ einfach. Wir haben einfach ladedruckmäßig 100% gemacht. Da regelt jetzt nichts mehr. Das ist jetzt quasi alles, was geht. Und haben zum Schluss noch mal ein bisschen Sprit angepasst und ein bisschen die Zündung angepasst. Und sind jetzt eigentlich zu einem Optimalergebnis gekommen von 1269 PS. Mit 1336 Newtonmeter. Und das Ganze mit maximal 3,2 bar. Man sieht hier unten den Verlauf vom Ladedruck. Also es fängt halt an mit 3,2 bar und zieht sich dann so bis zum Ende durch. Und ganz am Ende waren es dann 3,1 bar. Wie ihr an der Kurve seht, absolute Bilderbuchkurve. So soll das quasi sein. Leistung steht wirklich bis zum Ende an. Drehmoment ist jetzt hier gestrichelt, geht ein bisschen runter. Aber man hat wirklich von, ich sag mal, die 1000 PS hat man schon erreicht hier bei 5500 Umdrehungen und zieht sich dann wirklich bis zum Ende. Ja, was kann man dazu sagen? Wir hatten uns natürlich eigentlich mehr Leistung erhofft, können jetzt zur Sekunde aber definitiv an keinen Schrauben mehr drehen. Ist wirklich jetzt komplett ausprogrammiert, alles was geht. Oder fällt dir noch irgendwas ein? Nee, nicht wirklich. Also wir haben Sprit, wir haben Zündung, Ladedruck kommt, nicht genug. TTE ist gefragt, ja. Wir hätten natürlich liebend gerne mehr Druck gestellt, aber wenn nicht mehr Druck kommt, können wir auch nicht mehr Druck stellen. Ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass die Lader am Ende sind. Ich glaube eher, dass ich fahre immer noch mit internen Wastegates. Das ist eigentlich bei der Leistung relativ selten. Das heißt, in dem Abgasgehäuse ist eine Klappe, die von außen mit einer Druckdose angesteuert wird und den Abgasstrom am Turbolader vorbeiführt. Und ich habe da schon seit Jahren Probleme mit, dass es gibt keine Federn, die hart genug sind, um diese Klappe geschlossen zu halten. Weil bei den Leistungen hat man einfach so viel Abgasvolumen, die durch dieses Abgasgehäuse geht, dass die Klappe sich einfach schon alleine durch den, ich sag mal, durch diesen Volumenstrom einfach aufdrückt, weil es halt einfach strömungsmäßig auch mehr oder weniger komplett im Kanal steht. Tja, dann gibt es natürlich immer noch die Variante, dass irgendwas anderes noch zur Sekunde reduziert. Zum Beispiel Thema Ansaugbrücke. Es kann sein, dass einfach meine Ansaugbrücke mittlerweile einfach am Limit ist. Wir hatten uns ja eigentlich erhofft, dass wir bei gleichem Ladedruck mehr Leistung schaffen als zuvor. Das ist in gewisser Maßen auch passiert. Deswegen machen wir das Ganze nämlich immer hier auf dem Prüfstand, weil wir können jetzt nämlich einfach die alte Messung nehmen und zeigen euch einfach mal, wie es letztes Mal war. Das war übrigens am 11.05.2018. Da seht ihr diese Kurve. Das waren damals 1231 PS, also wir haben immerhin 38 PS mehr geschafft. Ansprechverhalten ist, ich sag jetzt mal, ähnlich geblieben. Vielleicht ein bisschen besser auf jeden Fall, also auf jeden Fall nicht schlechter, wie ihr in der roten Kurve sieht. Und dann, ich sag mal, ab 5,5 sieht man dann halt diese 38 PS, die oben aus mehr kommen. Plus dazu natürlich, werden gleich vielen auffallen, die Leistung steht jetzt wirklich bis ganz zum Ende da. Wir haben bis 8000 jetzt auf dem Prüfstand gedreht. Auf der Straße werden wir eher 8,5 drehen. Wird aber nicht viel mehr Leistung kommen, weil man sieht ja, dass die Kurve schon gerade geht und nicht mehr nach oben geht. Deswegen war es jetzt auch nicht nötig, hier noch weiter zu drehen. Interessant ist halt, dass wir den Ladedruck halt immer mitloggen. Und man sieht halt, dass wir damals genau den gleichen Ladedruck gefahren sind wie jetzt. Tendenziell sogar ein ganz bisschen mehr. Allerdings reden wir hier über 500stel. Ich sag mal, das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Die Kurve ist aber noch mal umso sauberer geworden. Man sieht hier so ein bisschen, noch so ein bisschen Schwenker drin. Das ist jetzt alles weg. Ja, Ansaugbrücke könnte es sein. Andere Variante wäre noch, dass wir noch mal ein bisschen experimentieren müssen an der Nockenstellung, wo sie jetzt gerade stehen. Wir hatten sie jetzt ja erstmal, wie ihr im letzten Video gesehen habt, auf den Wert eingestellt, wie ich letztes Jahr auch gefahren war. Das heißt, wir reden hier quasi von der Position der Welle, also den Hub im OT. Darüber misst man das ja. Da könnte man jetzt natürlich noch ein bisschen experimentieren und rumstellen. Kann man vielleicht auch noch ein bisschen holen. Ist natürlich jetzt zur Sekunde an dem Motor nicht so einfach machbar. Aber da werden wir bestimmt noch weitermachen. Und mal gucken, was noch so geht. Ich denke aber, es ist auf jeden Fall trotzdem einiges an coolem Material bei rumgekommen. Definitiv. Hat wieder alles wie immer perfekt geklappt. Wir sind bestimmt 10, 12, 15 Läufe wieder gefahren, bis wir alles zusammen hatten. Hat gehalten. Hat alles gehalten, hat eigentlich auch das gemacht, was er sollte. Definitiv. Und wenn halt
keine Mehrleistung bei rumkommt, außer diese 38 PS, dann ist es in dem Fall jetzt nun mal leider so. Prüfstands-PS. Prüfstands-PS. Wird auf der Straße mit höherem Füllungsgrad definitiv mehr sein. Mehr sein, ne? Mehr sein. Ich denke auch, dass auf der Straße auf jeden Fall nicht 3,2 Bar stehen, sondern eher irgendwas 3,3, 3,4. Wahrscheinlich in diese Richtung, genau. Und ja, wir gucken einfach mal, wie es so weitergeht. Ist für uns jetzt erstmal irrelevant, weil wir vergleichen halt immer A und B und wir haben vorher auch hier gemessen. Richtig. Deswegen denke ich aber, alles im Allen kann man schon ein positives Ergebnis ziehen, denke ich mal. Ja, na, wir sind auf jeden Fall besser als vorher. Das ist die Hauptsache. Ja. Besser als vorher, ist immer noch der gleiche Motor, nichts dran gemacht, funktioniert immer noch, ist immer noch nicht kaputt. Wir sind mittlerweile hier, glaube ich, bei Prüfstandslauf 35 dieses Jahr, wie man hier so grob sehen kann. Mit der gleichen Maschine. Mit dem gleichen Motor. Deswegen. Und jetzt heißt es natürlich weitermachen, weitermachen, weitermachen. Gucken, wo wir noch die PS finden. Weil ein Ende gibt es halt definitiv nicht. Entweder müssen wir halt irgendwie den Druck steigern. Ich vermute mal, wie du schon sagtest, die richtige Lösung geht in die richtige Richtung mit den externen Wastegates. Dass wir da vielleicht mal schauen, dass wir das irgendwie realisiert bekommen. Mhm. Ich glaube, dass wir da schon noch ein bisschen was holen können, weil uns fehlt wirklich Ladedruck. Und wir müssen dann wirklich schauen, dass wir das so getaktet bekommen, dass wir den Druck fahren können, den wir wollen. Mhm. Ein Zeichen dafür, dass sich diese Wastegates aufdrücken, ist halt immer so ein bisschen diese, ich sag mal, diese leicht bauchigen Kurven. Ich mach mal die alte Kurve weg, dass wir nur die von heute sehen. Man sieht halt ein bisschen, dass der Ladedruck hochgeht auf über 3,2 Bar und dann hinten raus schon ein bisschen abfällt. Das lässt sich relativ einfach darüber erklären, wenn halt einfach diese Klappe erstmal ein bisschen offen steht, dann machen die Turbolader Luftmenge X. Da die Drehzahl aber hochgeht, kann der Motor halt mehr Luft abnehmen und dadurch geht der Ladedruck halt am Ende ein bisschen runter, obwohl wir eigentlich sagen, hier mach 100%. Kann man allerdings nicht umbauen, ist wirklich so schon am Maximum, da ist eine Feder drin, die kriegt man mit der Hand schon gar nicht mehr auf. Deswegen ist auch der Dosendruck, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, schon so hoch, weil halt einfach diese Feder so krass hart ist, dass man die unter 2,5 Bar gar nicht mehr ansatzweise getaktet kriegt. Und ja, ich denke mal, da muss man im Winter mal gucken, ob man da nicht irgendwie auf eine Variante mit externen Wastegates geht, richtig, dass man da vielleicht oben raus nochmal ein bisschen Druck stellen kann. Ja. Und was wir auf jeden Fall noch mal tun werden, da werde ich auf jeden Fall mit dem Björn noch mal ein bisschen philosophieren, ist, ob wir die Nockenwellen nicht doch noch mal in eine andere Richtung stellen. Vielleicht ein bisschen weniger Überschneidung arbeiten. Vielleicht ist es auch einfach zu viel Ventilüberschneidung schon, dass der Motor einfach die Luft bei den hohen Drücken durchpustet. Das wäre auch noch eine Variante. Ja, das Coole ist, Zündaussetzer sind weg. Viele haben ja bei den letzten Events vielleicht gehört gehabt, dass ich öfter mal Zündaussetzer hatte. Das Problem ist behoben. Motor läuft, Leistung ist da. Jetzt brennt Sascha mir das Ganze noch auf mein Steuergerät drauf. Ja, genau. Dass ich das Ganze auch fahren kann. Und dann sehen wir uns entweder beim SCC 500 in Lahr am 16.09. oder spätestens am 29.09. beim Race 1000. Und dann gucken wir mal, was da geht. Hoffen wir mal schneller wie letztes Mal. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß beim Zuschauen hattet, ein bisschen was zum Thema Prüfstand, Leistung, Ladedruck, Drehmoment etc. gelernt habt. Und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ciao.